Nee. Oh, ich mach mir Angst hier. Wie war denn das mit der Car Hub? Lernt mal, da ist er doch. Ja, dann machen wir doch einfach mal welche von. Und checken die mal aus. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist das noch ein Turm oder bin ich jetzt einmal rumgelaufen? Bin ich jetzt. Ja, bist du deppert! Hey, ihr Freaks! Hier bin ich, ihr blöden Wichser! Hallo! Mut. Oh, 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 jetzt haben sie aber Lunte gerochen hier. Boah, Mutter, jetzt mach mal keinen Stress, ey. Immer schön langsam. Ich geh jetzt mal Media weg. Das ist so die mittlere Variante. Das ist schon tot. Oh, Shotgun-Munition. Das ist ja äußerst großzügig, Herr Zombie. Ja, also die, da wissen wir es. Tin ist die kleinste Minengeschichte. Dann gibt's die Hubcap-Landmine und das fetteste Ding ist auf jeden Fall das mit dem Luftfilter. So, nur dass ihr das schon mal wisst, oder ich schon mal weiß, weil ich bin ja auch voll der Noob hier. Oh, Painkiller. Hallo, Rabbity D. Ich trau mich hier gar nicht rein, ey. Ich nehm das und hau ab. Ja, das ist mir, ehrlich gesagt, da gehe ich nicht rein hier. Das ist mir, vor allem, ich keine Waffe, da wäre ich ja komplett mit Knaller gekämpft. Aber es scheint doch zu killen. Übrigens, das hier ist der tolle Stacheldrahtzaun. Ja, der ist cool, weil da machst du mal ratzfatz Scrap Metal draus. Der ist übrigens recht gut PvP geeignet, finde ich. Was ist das hier? Press to pick up. Ne, wollen wir nicht. Ja, der ist relativ gut PvP geeignet, weil den sieht man relativ schwer und der zieht ordentlich Leben ab, wenn man da so reinrennt aus Versehen. Weil man rafft's ja meistens im ersten Moment gar nicht. Und geht auch gar nicht sofort zurück. Hier war ich ja schon, da ist ein Cobweb drin, warum auch immer diese Scheiße da immer drin ist. Sind hier Zombies? Was ist denn das? Sind hier Zombies? Hallo? Ich kann überhaupt nichts sehen hier. So fucking dunkel ist hier. Ich hau lieber ab. Ist mir schon wieder nix hier. Nicht, dass ich hier mega Schiss hätte, aber ich habe schon wieder keinen Bock zu verrecken. Was ist das hier eigentlich für ein Gebilde? Was ist das für Material? Oh, das ist ja mal. Das ist ja mal Material, wollte ich schon sagen. Das ist ja Metall. Machen wir mal einen kleinen Feldversuch mit. So, Feld und Versuch. Wir haben nämlich irgendwo noch eine Knarre. Herr General, gehen Sie mal Deckung. Ja. Das ist ja massiv, das Ding. Alter, ich kacke hier ab. Ja, aber was ist, Moment mal, was gibt denn das raus hier? Wenn ich das abbaue, können wir das irgendwie mit einer Picke klein machen oder sowas? Was brauche ich dafür? Okay, das dauert verhältnismäßig lange. Haben wir noch den Hammer irgendwo? Hammer, Hammer, den Hammer? Ne, der ist ja weg. Den Hammer, nicht mehr. Ja, das scheint schon verhältnismäßig stabil zu sein. Kommt Scrap Metal raus. Aber die Frage ist, wie crafte ich denn so einen Metallklotz hier? Weil das, würde ich mal behaupten, ist ja wohl das Stabilste, oder? Kann das sein? Wie crafte ich denn so einen Klotz? Das ist hier the question, ne? So schon mal nicht. Aber es könnte sein. Ich mache jetzt einfach mal 16 so Dinge. Wow, was kommt denn da raus? Short Metal Pipe! Ja, ich denke, Short Metal Pipe ist schon. Erstmal will ich wissen, was das hier für eine Möhre ist.
gedacht, dass das Ding was in 2 Sekunden kaputt geht. Und dafür habe ich einen Goldbarren da schon. Hier so ein Barren, na gut, da kommen 4 Stück raus. Aber Moment mal, wer kann auch aus dem hier irgendwas bauen? 3? Was ist denn 3? Scrap Metal Wall. Ne, eine Scrap Metal Wall. Boah, das ist ein ganzer Block. Ja, und der hält komischerweise voll viel aus, ey. Und ich will mal sagen, der sieht mal voll End-Style aus, das Ding, oder? Ja, der hält einiges aus. Da haben die Zombies auf jeden Fall was zu knabbern. Wie hab ich den gecraftet? So, glaube ich, ne? Ja, gut, da kommen auch gerade mal 3 Stück raus. Also das frisst schon ordentlich Material weg. Wieso kann ich die nicht mehr stacken? Achso. Weil das eine Scrap-Metal-Wall ist. Okay. Und dann könnte man die Dinger hier noch benutzen. Und können so ein Pole draus machen. So 4 Poles. Die braucht man auch, glaube ich, für irgendwas. Ach nee, die kann ich gar nicht setzen. Die sind nur zum Craften. Alles klar. Was können wir aus dem Pole denn machen? Reinforcement Club. Was da denn? Reinforcement Club. Ach, das ist metallverstärktes Apparat. Ah, da kann man schon mal ordentlich mit 1 auf die Fresse hauen. Was hätte ich denn damit noch machen können? Können wir das nochmal sehen? Machen wir das nochmal so ein Apparat hier. Tun den mal ins Inventar. Reinforcement Club. Okay, das war auch alles, was wir damit machen können. Mit der Short Metal Pipe. Alter, ich hab ja ein Problem. Ich muss ja weg hier. Oh. Nee, das will ich nicht. Ich will auch die Kackdinger hier nicht mehr haben. Ich muss das hier wegpacken. Irgendwo hin. Die können wir mal dahin machen. Stamina. Okay. Lampmines ist auch klar. Alter Schwede, ich muss mich verpissen. Meine Heimat ist am Arsch der Welt. Es ist 19 Uhr. Ich glaube, um 8 Uhr fangen die an durchzudrehen. Oh, wir haben es eilig, Kinders. Wir haben es eilig. Oh, ich könnte ja so Scrap Metal Walls bauen. Und mal ausprobieren, wie lange das dauert. Wollen wir das Experiment... Ach komm, wir machen das mal. Scheiß die Wand an, ey. So, und davon machen wir jetzt mal... die machen wir hier hin. Wie hießen die noch gleich? Scrap Metal Wall, ja. Scrap Metal Wall. Das frisst ja einiges an Scrap Metal weg. 15 Scrap Metal Walls. Ach fuck, ich musste ja eins höher machen. Die springen wir jetzt hier überall drüber. Ja, 15 ist natürlich eine ganz schlechte Hausnummer. Aber ich habe kein Scrap Metal mehr, ne? Na gut, wir können das noch mit Cobblestone zumeißeln. Hoa, Private Bunker! Kommt schon her, ihr Arschgeigen! Schmarsch, Dude! Wir machen das hier Minecraft-Style. Flupp und einen haben wir noch. Das, glaube ich, wird nicht lange halten. Aber egal, wir haben ja einen Club. Achso, wir brauchen natürlich auch noch eine Festbeleuchtung hier. Wir nehmen so einen Lumpen. So, damit wir auch was sehen. Flupp, ordentlich hell. Das ist das eine Tür hier, das sieht ja aus wie eine Tür. Hätten wir auch machen können, eine Scrap Metal Tür. Aber die schlagen sie als erstes an, das Ding hält ja nichts aus. Da sind schon die ersten Freunde.
Jetzt wird sich zeigen, wie lange das Ding hält. Wir haben ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Also nicht Schiss, sondern... So, ihr Motherfucker, guck mal bei hier. Wow, 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 wow. Ich habe keine Angst, ich habe keine Angst. Ich bin noch nicht so sicher, ob ich die nicht habe, aber egal. Ich sehe noch keine Risse, also das Scrap Metal Roll. Mein Gott, ist das laut! So, ich habe mal Ton abgeschaltet. Ich dachte, denkst du, hier ist das. Ja, hier sieht man die. Jetzt ist mal die Frage, wie lange hält diese Scheiße hier? Wir müssten irgendwann mal Risse sehen. Ja? Aber das sieht ja ganz so aus, als wenn so eine Scrap Metal Roll echt verkauft. Oh, hier zeigen sich erste Risse. Und da. Ja, ich denke mal, wir werden auf jeden Fall sterben, aber das alles, was zählt. Oh, war mir das laut. Ich denke, wir werden auf jeden Fall sterben, aber alles, was zählt, ist ja eins. Die Mission. Und die Mission ist, wie lange hält die Scrap Metal Wall? Und ich finde, die hält schon ganz schön lange durch. Haben wir noch irgendwo anders Bruchstellen hier? Interessanterweise, Stein noch gar nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die mehr aufpassen. Ja, da müssen wir einfach mal gucken. Hier nimmt aber viel das Thema. Gar nicht so, da sind wir mehr dran. Guck mal hier. Ich hab das mal ganz leise gemacht. Es ist erst 10:30 abends, links oben Ingame-Zeit. Das heißt, wir haben noch jede Menge Zeit, in der wir leben müssen. Ich könnte natürlich probieren, Apocamente, ich habe noch jede Menge Steine. Iron Ore. Das könnte man doch eigentlich auch mal umgenerieren, so. Ich habe noch jede Menge, die hauen gerade nicht dagegen, das ist ja entspannt. Ja, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Oh, hier sieht man sie jetzt durch. Klippigfehler und so. Der ist alles tot umgefallen. Hä? Hat so dagegen gehauen, bis er tot umgefallen ist, oder was? Ist klar. Guck mal, hier stehen die alle rum, die sind total entspannt. Hey, Blödpenner! Du sollst das Ding kaputt machen! Das ist ein wissenschaftliches Experiment! Ja, also geht doch. Ja, das soll auch in einem Update... Oh, das sind neue Risse. Das soll in einem Update übrigens auch kommen, dass sie dann nicht mehr so wahllos auf einer Stelle rumstehen, sondern dass das Gebäude quasi um... Oh, oh. Quasi umzingeln. Und dann von allen Seiten das Ding platt machen. Fettbacke! Da hat er schon eine Unterhose an, der eine da. Ach, guck mal an, jetzt kommen die alle hin. Die sind ein bisschen geräuschgesteuert. Kommt doch, ihr Spacken. Nee, ich will, dass ihr hier hinkommt. Haha, geil! Kommen Sie mal bei hier! Ach ja, wenn die eine Zeit lang nichts hören, dann hauen die ab, oder was? Ich hab bewusst nur quiet. Ich meine, guck mal, ich stehe jetzt hier schon eine ganze Weile, ne? Oh, und schon sind sie ganz entspannt. Gut, vielleicht hab ich auch einen fahren lassen, liegt daran, ich weiß nicht. Und schon drehen sie wieder am Rad. Geil! Man kann nicht fernsteuern, die Zombies! Oh, die hauen jetzt wieder hin. Hör mal auf hier, hör mal auf, geh mal dahin! Kann ich sie nicht mehr sehen. Ich könnte mir aber ein Klötzchen hier hinmachen, ich könnte da drüber gucken. Komm, nur mal das, verkackte alte Holz hier zum Beispiel. Na, ihr Wüstenfurz! Ihr habt nicht das geringste einer Chance gegen meine Festung hier, ihr Peps! Boah, ihr seid ja alle zu meinem Geburtstag gekommen, oder was? Ah, guck mal her jetzt! Haha, mitten in the Darkness bin ich zombie-apokalyptisch sicher hier quasi. Ah, ihr seid schon echte Noobs. Also eine Bedrohung ist was anderes, ne? Muss ich von hier aus schlagen, den Fettsack? In your face, bitch. Oh, kann ich sogar. Ich kann ihn sogar looten. Ja, und du bist der Oberhässlichste von allen. Mercy, Baby, ich muss dir mal eine brezeln.
Oh, der geht mit zwei Schläge, ist so ein Zombie tot, das ist ja auch verhältnismäßig effektiv eigentlich, ja? Also dann hat schon Style das Hämmerchen hier. Zwei Schläge, Zombie-Matsch, ist gut. Da kann man mit arbeiten. Da muss man natürlich auch jede Menge Metall für haben. Nee, eigentlich nicht. Wir haben einen Metallbarren gebraucht, haben dafür so Dinger gemacht und konnten das Teil bauen. Also hält sich echt in Grenzen, so ein Knüppel. Ne, wenn man keine Munition mehr hat, ist das ja eine dankbare Geschichte. Oh, apropos, hier können wir wieder neu generieren. Lalalala. Na, ihr Arschgeigen. Ihr könnt mich mal. So, Fettbacke ein wieder gebraten. Der Sekretärin, die sowieso nur hochfickt. Entschuldigung, das war nicht jugendfrei. Die sich sowieso nur hoch, dödelt quasi. Wo kommen die alle her? Sag mal, seid ihr bescheuert? Ich muss mal auf, ob ich runterfalle. Oder mich womöglich einer runterschlägt. Oh, mein Stöckchen ist doch gleich kaputt hier, ne? Habt ihr mal gesehen da unten? Haltbarkeitsbalken ist auch kurz vor Ende. Ende der Fahnenstange. Ich hab doch eben Blut vor Augen. Hört mal auf dem Ding rumzuhauen, da fahre ich noch runter am Ende. Die Mutti macht ein Boot kaputt. Das ist ja clever. Das ist ja clever, du. Die umrampen mich, die buddeln mich aus. Jetzt sind sie hier. Naja, da könnte er ruhig mal sein. Oh, wenn sie alle rüberkommen. Weil wenn sie da, dann kommen sie nämlich hoch. Das ist mal ganz schlecht. Tja, da guckt ihr, wie ihr guckt. Ich kann euch jetzt nicht mehr hauen. Das ist ein bisschen blöd hier. Jetzt gefällt mir nicht so, was ihr da macht. Aber ist verhältnismäßig safe, finde ich, so ein Ding, ne? Also, oh, da ist eins zu Bruch gegangen. Also, wenn man sich das überlegt, guck mal, der Stein hält sogar noch, ja? Das heißt, die kommen immer noch nicht rein. Also, geiles Ding. Wir müssen jetzt nur mal rausfinden, was ist stabiler, Cobblestone oder eben Scrap Metal Wall. Der hier sieht auch schon äußerst gebraucht aus. Schwer zu sagen, was da mehr Schläge aushält. Also, ich bin fast der Meinung, die Wand hält mehr aus. Ja, man kann aber zumindest mit so ein paar Dingen hier überleben. Gut, ich habe jetzt natürlich auch ziemlich viel Scrap Metal geopfert, ne? Aber Cobblestone, das müssen wir natürlich auch mal ganz klar sagen. Cobblestone ist ja im Verhältnis schweinebillig. Weil ich muss ja nur einen Stein hier reinlegen, das ist kein gecheatetes Rezept. Und dann habe ich einen Cobblestone, ne? Also das ist natürlich zu, was war's? Achtmal Scrap Metal oder neunmal Scrap Metal ist natürlich scheiße, ne? Also da muss man schon sagen, so ein Cobblestone, der ist natürlich günstig. Wenn der wirklich ähnlich lange hält, aber ich glaube kürzer, so gefühlt jetzt, dann wäre das so ein Ding. Jetzt muss nur noch hell werden, ist ja erst 2 Uhr nachts. Oh, das hier gefällt mir gar nicht, das Ding. Ich glaube, wir generieren einfach mal 1, 2, 3 Cobblestones. Und ersetzen das Ding hier. Ach nee, wenn ich da drauf haue, habe ich ja das Problem. Habe ich eine Pickaxe, ja. Ich da drauf. Ach, ich kann auch so einen Klapp machen. What? Alter, das war aber knapp. Da ging er aber ab, der Zombie mit seinem Wegfindungs-KI. Meine Fresse, das war aber eine enge Geschichte. Puh, das war aber High-Speed-Zombie war das. Das kannst du mal abkacken, Digga. Ich mache hier mal die Hülle zu. Warum ist denn der Cobblestone eigentlich nicht runtergefallen? Ich habe nicht verstanden. Wahrscheinlich, wenn ich drüber laufe, fällt er runter, geht kaputt, ich falle mit und alles ist für den Arsch hier. Wir machen mal zwei Cobbles und ich laufe jetzt mal da so drauf. Wir machen das so. So, ihr Pissnelken. Fehlt nur, dass ich hier runterfalle. Ich sehe schon kommen. Haha, mein Home ist mal Castle und da kackt ihr mal eben ab. Gut, auf kurzer Lang hauen die das Zeug klein. Aber, okay. Nee, keine Experimente mit dem Zeug. Da falle ich doch ganz schnell drauf rein wieder. Sowas können wir eigentlich craften. Wir haben doch hier so ein Saftgläschen, ein leeres bestimmt irgendwo, oder? Nee, haben wir nicht. Was können wir denn mal craften?
Forging Metal. Ich weiß nicht, das Zeug fällt ja auch nichts aus. Das ist das Einzige, man kann aus dem Ding wieder Scrap Metal machen, 4 Stück. Moment mal, das ist ja... Ach, das fällt mir ja jetzt erst ein. Leute, denkt mal nach. Aus 3-mal Scrap Metal, ja, hier, by the way, aus 3-mal Scrap Metal mache ich einen Barren. Richtig. Aus einem Barren mache ich 4-mal Forging Metal, aus dem ich jeweils ein Scrap Metal rausbekomme. Das heißt, ich habe am Ende ein Scrap Metal gewonnen. Nur falls euch mal einer fragt. So, das ist also noch nicht ausgereift. Das sollte ich mal auf irgendeinen Zettel schreiben. Bug Report lässt grüßen. Ja. Ich mach mal eben den handschriftlichen Zettel und notiere mir das mal. Logge in dem Sinne aus und wir warten bis zum nächsten... Oh, 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 bis zum nächsten Tag. Wir haben es kaputt gemacht. So, bis dann.